Herzlich willkommen bei einem neuen Lehrvideo. Ja, wir sprechen heute über ein für manche Menschen vielleicht unangenehmes Thema. Sie zucken vielleicht schon zusammen. Rassentheorie, die Frage dahinter. Gibt es Menschenrassen? Wir sprechen nicht aus Zufall darüber. MyLab hatte dazu letztens ein Video und ein mehr oder weniger im Internet bekannter, selbsternannter Rassist, Erik Ahrens. Das ist keine Beleidigung, das ist eine Selbstzuschreibung von ihm und er ist da sehr stolz drauf, das muss man dazu sagen. Er hat das auch kommentiert. Und ich fand das ein spannendes Thema und dachte mir, da spreche ich am besten nicht alleine drüber, sondern mit einem Profi. Und deswegen möchte ich heute mit dir, Adenin, darüber sprechen. Vielleicht kannst du mal ein paar Takte noch zu dir sagen und mir vielleicht ganz kurz noch erklären, warum du ein Profi auf dem Gebiet bist. Also ich bin Biologin und seit über 10 Jahren mittlerweile in der medizinischen Humangenetik. Das heißt, alles, wo es so ein bisschen um genetische Eigenschaften und sowas geht, da denke ich, kann ich ganz gut mitreden. Der Vollständigkeit halber noch zu sagen, wir sind beide Mitglied bei der GWUP, dem Verein, der ja sich genau auch mit unangenehmen Fragen vielleicht versucht zu beschäftigen auf eine wissenschaftliche Art und Weise. Und deswegen machen wir das heute mal. Ja, wie wollen wir vorgehen? Also ich hatte ja mir gedacht, ich habe hier verschiedene Aussagen aus dem Video von MyLab und aus dem Video von Erik Ahrens und die könnten wir eigentlich einfach so durchgehen. Was hältst du davon? Also wir haben die Videos beide jeweils gesehen und du hast dir quasi Notizen gemacht und die gehen wir jetzt durch. Exakt. Also ich habe die Kernaussagen sozusagen von MyLab und die Kernaussagen von Erik Ahrens rausgeschrieben. Und das Interessante wird jetzt sein, so wer hat wo recht, wo unterscheiden sich ihre Aussagen und was ziehen sie beide eigentlich für Schlüsse daraus? Wir fangen mal an. Also MyLab sagt am Anfang: Im Durchschnitt unterscheiden sich zwei Menschen nur in rund 0,1 bis 0,2% ihres Genoms, was wirklich wenig ist. Hier seht ihr das jetzt nochmal im Verhältnis. Die erste Frage, die ich mir jetzt stelle, ist: Stimmen diese Zahlen und ist die Aussage so erstmal korrekt? Was sagst du dazu? Also die Zahlen stammen so aus den neuesten Arbeiten dazu, wobei da eine Einschränkung gilt. Also diese ganze Sache, dass man Genome sequenzieren kann, also quasi die komplette DNA-Zusammenstellung eines Menschen, das ist ja noch gar nicht so lange her, dass man das technisch überhaupt konnte. Und am Anfang hat man mehrere Jahre gebraucht, um ein Genom zu sequenzieren. Mittlerweile gibt es sowas wie 1 Million sequenzierte Genome, aber das Ganze ging in den letzten Jahren wirklich mit so einer extrem steilen Kurve nach oben. Und das heißt, diese Zahlen, die man da hat, die beziehen sich in der Regel auf eine bestimmte Art von Unterschieden, von genetischen Unterschieden. Also es gibt verschiedene Arten von Mutationen. Und da sind sehr kleine dabei, sowas wie: Ich habe eine Base, einen Adenin zum Beispiel, und tausche das durch ein Guanin aus. Das wäre eine Mutation. Und dann gibt es sowas wie eine Mutation, hier fehlen mir an dieser Stelle auf einmal 1 Million Basenpaare. Und diese größeren Mutationen, die sind in dieser Berechnung nicht mit drin. Man nimmt die Ausreißer sozusagen weg, weil sonst hätten wir... Das hat was mit der Technik zu tun. Okay. Also tatsächlich kennt man von diesen kleineren, die kennt man besser, und diese größeren, diese strukturellen Varianten nennt man die auch. Da ist man jetzt erst dabei, die im großen Maßstab zu erfassen. Und das heißt, da gibt es diese statistischen Daten noch nicht, wie die in den verschiedenen Bevölkerungen verteilt sind. Hm. Also diese 0,1 bis 0,2% beziehen sich auf die kleinen Mutationen, sage ich mal. Die großen sind seltener, aber dafür betreffen sie halt pro Mutation auch eine größere, mehr Basenpaare, mehr DNA. Und das heißt, es wird zu diesen 0,1, 0,2% sicherlich in der Zukunft noch ein bisschen was dazukommen. Aber versuchen wir es mal runterzubrechen auf die Kernaussage. Die Kernaussage ist: Mai sagt, wir Menschen sind uns grundsätzlich sehr, sehr ähnlich. Erik Ahrens sagt dagegen: Also ihre erste Behauptung ist, die Unterschiede zwischen verschiedenen Menschenrassen wären eben zu klein, dass man von Rassen reden könnte. Das ist einfach ihre Meinung. 0,1%
sagt sie, ist zu wenig. Also bei manchen Tieren und auch Pflanzen würde man da dann bei Tieren schon von Rassen reden. Und jetzt gehen wir direkt in die heiße Diskussion rein. Da müssen wir uns natürlich erstmal klären, was sind überhaupt Rassen? Kann man bei diesen Unterschieden schon von Rassen sprechen? Was sagst du zu dieser Aussage von Erik Ahrens? Ich sage, und das ist relativ eindeutig, dass das nicht stimmt. Und zwar, weil Rasse ein Begriff aus der Zucht ist. Okay. Also man würde auch, also man spricht nicht nur bei Menschen nicht von Rassen, sondern man würde auch bei Wildtieren oder Pflanzen, Wildpflanzen nicht von Rassen sprechen. Zuchtformen, ob das Rinder oder Hunde oder was auch immer sind, die werden auf Eigenschaften gezüchtet, die ihnen in der freien Natur im Prinzip nicht dem Überleben nützlich wären. Sondern sie werden zu etwas hingezüchtet, was der Mensch haben will von ihnen. Sei das eine hohe Milchleistung, sei das, der soll gut in irgendwelche Fuchsbaue reinkommen oder sonst irgendwas als Hund. Also von daher, das sind keine Eigenschaften, die evolutionär positiv für das Tier eigentlich wären. Okay, und jetzt wäre natürlich direkt so meine Frage, weil ich denke ja in alle Richtungen, wäre es denn theoretisch möglich, und jetzt bitte alle ethischen Bedenken einmal kurz ausklammern, das ist jetzt nur ein hypothetischer Gedanke, wäre es denn möglich, wenn wir züchten würden, Menschen züchten würden und dann könnten wir sowas schaffen wie eine spezielle Rasse? Also das wäre menschlich schon möglich? Wenn man die Zucht so angehen würde, wie der Mensch Tiere züchtet, und wie gesagt, da müsste man ganz viel Ethik außen vor lassen, aber ja, der Mensch ist auch ein Tier. Es wäre theoretisch sicher möglich, aber ich kenne jetzt keine Gesellschaft, wo das wirklich betrieben worden wäre. Ja, also Der Mensch, wie er jetzt ist, hat keine Rassen. Ja, ich frage halt deswegen natürlich, weil ich versuche so ein bisschen zu verstehen, also Rasse ganz klar definiert, es muss gezüchtet werden, es muss auch überwacht werden, sobald du das im Prinzip dann lässt und sich das wieder vermischt, redet man eigentlich schon wieder vom Wildtyp dieser, und dann ist es keine Rasse mehr. Und warum Rassisten da irgendwie so scharf drauf sind, ist ja vermutlich, weil sie sich, naja, im Entferntesten sowas wünschen, dass sehr ähnliche Menschen dann unter sich bleiben und man das eben gar nicht aufgrund eines, also dass man das nicht mit einer Züchtung macht, sondern dass das sozusagen innerhalb der Gruppe automatisch passiert, oder? Das ist doch so diese Utopie von Rassisten, würde ich mal vermuten. Naja, ich würde sagen, die denken tatsächlich, dass die Unterschiede zwischen den Menschengruppen oder Populationen viel größer sind, als sie tatsächlich sind. Und dass also sie das denken halt schon, dass es die auch schon gibt, diese Rasse. Ja. Ja, also das sagen sie ja. Also zumindest dieser Erik Ahrens, der sagt das ja sehr deutlich und lässt sich da nicht, was heißt lässt sich nicht abbringen, aber er versucht das zu begründen. Also im Grunde haben wir natürlich jetzt schon eine Kernaussage widerlegt. Also das ist nicht so, weil man kann da einfach nicht von Rassen sprechen, sagst du. Jetzt müssen wir Folgendes machen. Wir wollen natürlich noch weitere Aussagen überprüfen oder darauf eingehen. Immer mit dem Wissen jetzt, dass natürlich die Grundvoraussetzung schon nicht stimmt. Ja. Also noch ganz kurz vielleicht, also da könnte ja theoretisch zum Beispiel auch ein Argument sein, ja okay, das wäre jetzt sich an einem Begriff aufhängen oder sowas. Also dass man trotzdem so weit weg wäre wie eine Hunderasse von einer anderen oder sowas und dass man das nur anders nennt. Aber das stimmt in dem Sinne ja auch nicht, weil wie gesagt, diese Rassen an sich erstens mal sehr, sehr streng gehalten werden vom Menschen. Wie gesagt, die sind ausgerichtet auf Merkmale, die evolutionär den Lebewesen nichts nutzen. Und sie muss halt wirklich die ganze Zeit erhalten werden. Sobald es, wie du eben gesagt hast, sobald es eine Mischung zwischen Rassen gibt, ist es dann nicht mehr eine der beiden Rassen, sondern eben dann ein Mischling oder ein anderes Tier dann eben wieder, was aus dieser Rassenvorstellung dann ausbricht. Okay, also wir merken schon, dreht sich immer ganz viel darum, wie unterschiedlich sind die Menschen untereinander, und das ist auch dann die nächsten zwei Aussagen, zu denen wir jetzt kommen, und hier finde ich es besonders spannend, weil
Maiti sagt an dieser Stelle, die genetischen Unterschiede sind bei Menschen innerhalb einer Gruppe viel größer als der Durchschnittsunterschied zwischen den Gruppen. Der ist im Vergleich wirklich unbedeutend klein. Maiti sagt, ein Europäer kann zu einem anderen Europäer viel unterschiedlicher sein als im Schnitt der Europäer zum Asiaten oder so. Und Erik Ahrens hält dagegen, das sei der Levantins Fehlschluss. Das wäre auch schon widerlegt worden. Und jetzt finde ich es natürlich super spannend. Wer hat denn an dieser Stelle recht? Kann man das so sagen? Bevor ich darauf eingehe, würde mich interessieren, wie du diese Aussage von Maiti verstehst. Okay. Also was würde das, was denkst du, was das für eine einzelne Person einer Gruppe, wie du sagst, vielleicht ein Nordeuropäer, bedeutet im Verhältnis zu einem anderen Nordeuropäer und im Verhältnis zu einem asiatischstämmigen Menschen? Okay, also ich habe das so verstanden. Also wie würdest du diese Ausgabe verstehen, genau? Genau, also ich habe das so verstanden. Und ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was das immer bedeutet mit dem genetisch sich ähnlich sein. Ich benutze dieses Wort, aber ich weiß nicht, was das heißt. Ja, ich sage das jetzt einfach. Wenn ich das so höre, dann gehe ich davon aus, dass es sein kann, dass wir irgendeinen anderen Nordeuropäer oder so nehmen und wir jetzt unsere Genome vergleichen, dass der Unterschied größer sein kann als mein Unterschied durchschnittlich zu irgendeinem Asiaten. Versteht man das? Ja, das würde auch stimmen. Er kann größer sein. Die Frage ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist er das? Okay. Genau, also da muss man so ein bisschen überlegen, was bedeutet das? Also es gibt potenziell sehr viele mögliche Unterschiede, aber nicht jedes Individuum trägt die alle. Mhm. Also es gibt alle möglichen genetischen Variationen und wir haben ein Referenzgenom, wo wir sagen würden, so sieht das aus, wenn du das nullst. Das ist der Urzustand. Und an dieser Stelle im Gespräch ist es dann doch sehr kompliziert geworden und ich glaube, ohne die nötigen Grafiken ist das schwer zu verstehen. Deswegen habe ich diese Stelle jetzt mal hier rausgeschnitten und empfehle euch stattdessen, sich das Video von Adenin zu diesem Thema anzuschauen. Dort hat sie eine PowerPoint-Präsentation gemacht. Das ergibt, glaube ich, mehr Sinn, als wenn wir das hier im Gespräch hier nochmal so grob zusammenfassen. Also wen das Thema genauer interessiert, in der Videobeschreibung findet ihr den Link. Ja, und was mir aufgefallen ist, also wir reden ja von diesem einen Video von Erik Ahrens, wo er da auf dieses MyLab-Video eingegangen ist. Er sagt zwar, dass auch schon kleinere Unterschiede eine Rasse begründen könnten, aber er nennt quasi keine Zahl. Mhm. Also er sagt nicht, wie hoch muss der Unterschied mindestens sein, damit man sagen kann, das sind zwei Rassen oder das sind zwei Populationen oder wie auch immer. Also er nennt da keine Fakten, er nennt keine Quellen, er nennt da keine Zahlen. Er behauptet das einfach nur. Ja, also das ist mir auch, ist mir genau, da wo du es sagst, also er erwähnt im Prinzip, es gibt die Unterschiede und die sind auch gar nicht so klein und deswegen könnte man von Rassen sprechen, meinetwegen, aber dann müsste er natürlich auch irgendwo eine Definition liefern und sagen, und zwar genau hier ist dann die arische Rasse, die er ja so bevorzugt irgendwie, aber dann müsste er auch mal dann in den nächsten Schritt gehen und biologisch erklären, ja, wie genau, wo sind denn die Toleranzen? Und das wäre ja dann nochmal ganz spannend, was macht er dann bei denen, die da zwar wohnen und vielleicht sogar so aussehen, aber wenn man genetisch mal genauer hinguckt, sie diesen Vorgaben dann nicht entsprechen, werden die dann auch mit dem Boot zurückgeschickt oder wohin auch immer? Man weiß es nicht. Ja. Das könnte man jetzt spekulieren. Ja, wir wollen nicht so viel spekulieren, weil wir wissen ja ungefähr, worauf wir hinaus will. Dann genau eine Aussage war noch von Mai, die fand ich ganz interessant. Ein Genomvergleich von Menschen aus Khoisan, das ist Südafrika, Maasai, Zentralafrika und Griechen, also Europa, alles so ziemlich auf einer Achse, also einem Breitengrad, zeigte, dass sich Maasai, Griech und Griechen genetisch ähnlicher sind als Maasai und Khoisan. Also um das nochmal zu verstehen,
wenn du jetzt einfach das Genom vergleichst von einem Griechen und einem Zentralafrikaner Maasai und dann noch Maasai und Khoisan, dann haben die einen größeren Unterschied zueinander als zum Beispiel die Maasai zu den Griechen. Und jetzt wäre die Frage, stimmt das? Kann das sein? Und wenn ja, wieso? Das stimmt und das sehe ich zum Beispiel in meiner Arbeit auch immer wieder. Also den Grund dafür sehe ich in meiner Arbeit immer wieder. Und zwar ist es so, dass in Afrika insgesamt eine viel höhere genetische Vielfalt herrscht oder existiert als im Rest der Welt zusammengenommen. Weil die Menschheit ja ursprünglich aus Afrika stammt, war früher quasi alle Menschen in Afrika versammelt. Das heißt, 100% der genetischen Vielfalt war in Afrika. Und dann ist ein Teil dieser afrikanischen Populationen quasi ausgewandert und hat dort die restlichen Populationen begründet. Dann in den anderen Kontinenten, nachdem sie dort ausgewandert waren. Und das heißt, es ist nur ein Teil der genetischen Vielfalt aus Afrika ausgewandert. Und dieser reduzierte Teil stellt die Vielfalt in den anderen Kontinenten dar, die genetische Vielfalt. Mhm. Das heißt, es gibt wesentlich mehr genetische mögliche Variationen. Wie gesagt, nicht in einem einzelnen Individuum, aber insgesamt auf den afrikanischen Kontinent verteilt, als in den anderen Kontinenten zusammengenommen. Das heißt also, wenn jetzt wir davon ausgehen, dass zum Beispiel die Maasai aus Zentralafrika so in Richtung Griechenland gegangen sind, jetzt vereinfacht gesprochen, ja, und dann über die Jahrtausende haben sie sich dann zwar vom Phänotyp verändert, sind heller geworden und so weiter, aber sind genetisch immer noch näher zu den Maasai als zum Beispiel eben die Südafrikaner und die Maasai, die sich vielleicht nie begegnet sind, weil es da vielleicht gar keine Völkerwanderung sozusagen gab. Ja, weil quasi die Vorfahren der Maasai dann vermutlich auch welche waren, von denen welche ausgewandert sind. Mhm. Dann nach Europa, nach Asien. Jetzt habe ich noch eine Frage. Man hört ja immer so, genetische Vielfalt ist doch gut, oder? Und ich dachte, wenn zum Beispiel mal Lebewesen durch so einen genetischen Flaschenhals gegangen sind, also das heißt, einmal die Population ganz klein geworden ist und daraus alles entstanden ist, dann haben die ja im Prinzip einen ganz, ganz kleinen Genpool, aus dem alles entstanden ist. Und ich habe irgendwann mal gelernt, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe mich, es war eine Doku über Geparde und Geparde sind meine Lieblingstiere und ich habe irgendwann gehört, die sind einmal durch so einen genetischen Flaschenhals gegangen. Also alle Geparde kommen eigentlich aus einem ganz, ganz kleinen Genpool und das Interessante ist, deswegen sind die teilweise aber auch sehr anfällig für Veränderungen und sowas. Sie sind nicht so robust. Kann man das so pauschal sagen? Gibt es da Zusammenhänge? Kannst du dazu was sagen? Ja, prinzipiell ist es so, wenn du eine geringe genetische Vielfalt hast als Population, dann kannst du zwar sehr gut an deine Umwelt angepasst sein, aber sobald Umweltveränderungen auftreten, hast du nur einen sehr schmalen Grad, auf dem du dich ja genetisch bewegst. Also je größer die Vielfalt ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer veränderten Umweltbedingung irgendeins deiner Mitglieder da gut drauf eingestellt ist. Und deswegen sind sehr, sehr schmale, genetisch sehr, sehr enge Populationen eben anfällig für veränderte Umweltbedingungen. Also nicht unbedingt, wenn sie jetzt einmal sich an ihre Umwelt angepasst haben, dass dann irgendwas großartig passiert, sondern bei Veränderungen der Umweltbedingungen sind sie anfälliger dann dafür, dass sie eben kein Mitglied haben, was damit gut umgehen kann. Oder was da gut mit diesen neuen Bedingungen zurechtkommt. Und das ist dann natürlich auf evolutionäre Zeiträume gesehen ein Nachteil. Ja, ich finde das also vor allem dahingehend ganz interessant, weil ja Rassisten häufig so damit argumentieren, dass ja die tolle Rasse ja so die Nord, also für einen Erik Ahrens ist, glaube ich, so die tollste Rasse, glaube ich, die Nordeuropäer. So gesehen, also die vielfältigeren Genome oder die mehr Vielfalt und damit ja auch so gesehen fast schon an Umwelteinflüsse besser angepasste, wären ja eigentlich dann das afrikanische Prinzip, also oder beziehungsweise der afrikanische Pool angehens, oder?
Weiß nicht, ob er das hören will, aber... Wenn sich die Umweltbedingungen jetzt ändern, ja, durchaus. Also ja. Ist dann auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit größer, ja. dass da was Günstiges dabei ist. Ja. Und genau, weil ich vorhin sagte, ja. dass ich das tatsächlich in meiner Arbeit auch sehe mit dieser afrikanischen Vielfalt, ist, wenn wir Patienten haben, die aus Afrika stammen, sieht man tatsächlich, dass die wesentlich mehr seltene Varianten haben. Also okay. genetische Varianten, von denen wir dann sprechen. Also dann, auf die Menge gesehen, sieht man das dann, oh, du hast sowas wie 5 bis 10 Mal so viele seltene Varianten wie bei einem Europäer oder sowas. Ich weiß nicht, was das heißt, seltene Varianten, deswegen vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären. Das heißt mehr Arbeit für uns. Okay. Also das heißt mehr Arbeit für uns. Ja, genau, weil seltene Varianten sind ja die potenziell krankheitsauslösend sein könnten. Also wenn du eine häufige Variante hast, die wird nicht zu einer genetischen Krankheit führen, weil sonst hätten sehr viele Leute diese genetische Krankheit. Das heißt, wir suchen uns seltene Varianten und gucken dann, hat die was mit der Krankheit zu tun? Wie gesagt, medizinische Genetik. Okay. Und das heißt, je mehr seltene Varianten ein Mensch hat, umso mehr Arbeit, die alle zu bewerten und die alle einzuordnen. Okay. Und daran sieht man eben auch dann schon, dass die einfach mehr Vielfalt in sich haben. Kann man das so sagen? Genau. Ja. Genau, also auch das Interessante war, Erik Ahrens stimmte dieser Aussage auch grundsätzlich zu, also dass halt zum Beispiel so ein Maasai dem Griechen ähnlicher ist als der Südafrikaner dem Maasai, hat dann aber nochmal darauf hingewiesen, dass ja der Grieche zum Albaner trotzdem natürlich noch mal näher ist. Aber auch da wieder nie irgendwelche Zahlen, aber ihm war es ganz, ganz wichtig, irgendwie die Abgrenzung vorzunehmen. Und man kann jetzt nur spekulieren, wahrscheinlich am Ende ist ihm das Gen wahrscheinlich scheißegal und es geht doch irgendwie um Hautfarbe, vermute ich mal. Aber er versucht es ja immer irgendwie mit so einem Gen da zu erklären. Ja, und seine Lösung war ja quasi, dass er gesagt hat, es gibt halt in Afrika mehr Rassen als nur eine. Nur, dass die Maasai und die Khoisan so weit weg sind, liegt eben daran, dass Afrika extrem genetisch divers ist. Also man kann also nicht von der einen afrikanischen Rasse reden, sondern es gibt viele Rassen in Afrika. Also so nach dem Motto, es gäbe dann quasi schwarze Unterrassen, also wie er das dann so darstellen will. Und da würde er dann wahrscheinlich beliebig viele aufmachen. Solange, bis er dann seine eigene da irgendwie rausgerechnet kriegt. Ja, okay, also ne, dann nimmt er halt den Riesenpool an afrikanischen Rassen und sagt, ja, es gibt halt ganz, ganz viele. Hauptsache, ich kriege irgendwie meine Nordeuropäer jetzt endlich zusammengefasst. So. Genau. Ja, hat er das rübergebracht. Also nicht in den Worten, aber das hat man dann schon so gemerkt. Ja, und dann switcht er irgendwann und sagt dann, dass jetzt kommen wir in einen Bereich, der hat jetzt gar nicht mehr so viel mit der Genetik zu tun, glaube ich. Da geht es dann darum, dass er sagt, es ist ganz natürlich, dass wir Menschen dieses Gefühl spüren können, wer zu uns gehört. Er nennt es halt immer Rasse, aber wer zu uns gehört und wer nicht, ja, das würden wir spüren und so. Und gegenüber anderen sind wir dann ablehnend und das sei eben Rassismus und der wäre auch völlig legitim, weil der hat uns durch die durch die Geschichte ja vor allen möglichen bewahrt und es hat sich ja als gut erwiesen, gegenüber Fremden und so skeptisch zu sein. Aber eigentlich ist das doch nur, was er da beschreibt, ist ja gar nicht Rassismus. Ist meiner Meinung nach ist das einfach Fremdenfeindlichkeit oder was heißt Feindlichkeit? Also so, dass man skeptisch gegenüber dem Fremden ist. Ja, eigentlich sagt er das. Ja, und er macht es ja dann indirekt auch wieder an Äußerlichkeiten fest. Weil wenn das so ein natürliches Gefühl sein soll, also woran soll man das festmachen? Du siehst die Gene nicht in dem Sinne, sondern du siehst nur die Äußerlichkeiten. Und da hat Mai in ihrem Video da tatsächlich recht gehabt, dass diese Gene oder die Genvarianten, die für diese unterschiedlichen Äußerlichkeiten verantwortlich sind, sowas wie Hautfarbe oder Augenform oder sowas,
dass das verschwindend geringer Anteil der insgesamt Variationen im Prinzip ist. Also das ist innerhalb von wenigen Mutationen passiert. Ja, das heißt, er versucht da irgendwie die großartigen Unterschiede in den Genen festzustellen, benennt sie aber nicht, sagt auch keine Definition dazu. Und man merkt die ganze Zeit, es geht natürlich irgendwie nur um optisches Erscheinungsbild, weil das ist das, was du eben sehen kannst. Die Gene können wir weder riechen noch schmecken, das wissen wir nicht. Ja? Das müssten wir untersuchen. Und das ist ja dann, ich glaube, da entlarvt er sich dann auch so ein bisschen, dass es dann am Ende doch irgendwie gar nicht um Genetik geht, sondern um, ich glaube, man nennt es dann einfach Phänotyp. Und er will dann wahrscheinlich irgendwie den Phänotyp reinhalten. Ist das, könnte man das so sagen? Phänotyp ist auch so ein Begriff, der häufig falsch verwendet wird. Okay. Also dann klär mich auf. Viele benutzen den im Sinne von dem, das, was ich sehen kann. Also so wird er im Umgangssprachlichen manchmal benutzt. Aber eigentlich sind es quasi alle, ob das jetzt physiologische Eigenschaften auch sind, also zum Beispiel sowas wie, wie dein EKG aussieht, auch das ist ein Phänotyp. Ah, okay. Und das siehst du nicht von außen, das kannst du dann mit Technik sichtbar machen zum Beispiel. Also von daher ist das in der Regel ein weiter gefasster Begriff, als viele Leute denken. Was weiß ich, sowas wie Hormonwerte oder irgendwelche Blutmesswerte oder sowas. Auch das könnte man als Phänotyp bezeichnen. Also in der Medizin wird das auch wird das auch so genannt. Ja, also im Grunde könnte man da dann sagen, also abgesehen davon, wie gesagt, das muss man vielleicht an der Stelle nochmal wiederholen, wir hatten es ganz am Anfang schon, der Rassenbegriff an sich ist schon falsch. Wir verwenden ihn hier nur weiter, weil eben auch so argumentiert wurde, bescheuerterweise ja auch von Mai. Also ich bin immer der Meinung, Zitat quasi, ja. Ja genau, wir zitieren das weiter. Ich bin immer der Meinung, wenn du einfach... Wenn die Grundannahme schon falsch ist, dann sollte man das vielleicht nicht immer weiter benutzen. Also ich glaube, das ist dann, ne, also damit zumindest argumentieren. Was man bei Erik Arends, also er sagt ja im Grunde dann, man müsste, oder beziehungsweise der Mensch würde das halt irgendwie auf einer, wie auch immer der Mensch das kann, ja, wie er genetische Rassen per seiner Definition aufspüren kann, aber dass der Mensch das halt so naturgemäß eben ablehnt, wenn es nicht so dem eigenen Gen entspricht, ja. Und das ist mehr oder weniger Humbug. Also das funktioniert nicht. Das kann der Mensch gar nicht. Weil er das ja nicht detekten kann, sozusagen. Ja, also wie gesagt, was du wahrnehmen kannst, sind tatsächlich die äußeren Unterschiede, die halt nur an einem sehr kleinen Teil der genetischen Vielfalt hängen. Ja, und von daher habe ich den Eindruck, dass Erik Arends die Genetik so ein bisschen vorschiebt und quasi ein bisschen wie so ein trojanisches Pferd benutzt und nicht wirklich sehr viel davon versteht. Ja, und er macht im Prinzip da ja auch sogar aus seiner eigenen Erklärung heraus einen Fehlschluss, und zwar den naturalistischen Fehlschluss. Also er begründet es damit, es sei ja Natur gegeben, dass der Mensch so ist, und deswegen ist es auch gut so. Und das ist eben ein Fehler, nur weil etwas natürlich ist. Also selbst wenn es, also in dem Fall stimmt es nicht mal, aber selbst wenn man annimmt, es würde stimmen, würde sich daraus ja trotzdem nicht ableiten, dass man so handeln muss. Ne? Also das, weil, keine Ahnung, also der Mensch hat viele Sachen, die auf eine gewisse Art und Weise natürlich sind, aber wir müssen das nicht so machen. Wir haben ja ein Gehirn, wir können ja entscheiden, ob wir das auch so umsetzen wollen in einer Gesellschaft. Und da kommen wir dann eben in den gesellschaftlichen, in den soziologischen Bereich hinein. Wie geht man dann letztlich damit um, mit zum Beispiel auch Fremdenfeindlichkeit oder so, ne? Ja, und da kommt dann noch so eine andere genetische Argumentation von Erik Arends ins Spiel. Also ich weiß nicht, ob du seine Machwerke zum Thema Intelligenz kennst. Nee. Ja, also er ist ja der Meinung, dass Intelligenz so gut wie nur genetisch bestimmt ist. Und das heißt, er hat anscheinend so die Überzeugung, dass auch quasi komplexe psychische Eigenschaften, Gefühle, Ängste, Intelligenz eben auch, Charaktereigenschaften, dass die rein genetisch bestimmt sind. Und so funktioniert das nicht. Okay. Also das sind
natürlich Eigenschaften, auf die bestimmte genetische Faktoren Einfluss haben, aber immer nur im Zusammenhang mit den jeweiligen Umweltbedingungen, die das Individuum durchmacht. Und wenn man so sagt, Umweltbedingungen, das ist auch wieder sowas, wo die Leute halt denken, ja okay, was ist damit gemeint? Irgendeine Krankheit, die ich vielleicht mal hatte oder ob ich Traumata erlebt habe. Also das können sich da viele noch drunter vorstellen. Aber das ist auch, was deine Mutter während der Schwangerschaft gegessen hat, als sie mit dir schwanger war. Das sind hormonelle Milieus, das sind wie viel Kontakt zu anders, also zu Gleichaltrigen du als Kind hattest oder sowas. Also das sind ganz feine Unterschiede, das sind ganz große Netzwerke, die dann mit den Tausenden, Zehntausenden genetischen Varianten, die du in dir trägst, interagieren. Und das ist so ein komplexes Netzwerk, dass man das nicht in dem Sinne sagen kann, du hast diese Variante und dann wirst du diese komplexe psychische Eigenschaft ausbilden, sondern die Variante hat dann eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, wenn Umweltfaktor A dazukommt, und dann hast du die Wahrscheinlichkeit, wenn Umweltfaktor B dazukommt, dann hast du die Wahrscheinlichkeit nicht. Also das ist so komplex, dass du das anhand von einem einfachen genetischen Score nicht gut ausrechnen kann. Ich finde immer ganz interessant die Betrachtungsweise. Also wir haben auf der einen Seite, Soziologen und auf der anderen Seite jetzt irgendwie so ein Erik Ahrens, der das irgendwie versucht. Also im Prinzip sehe ich da so ein bisschen, dass beide versuchen, den Rassismus auf einer Seite auf einem Seite der Pole sozusagen zu begründen. Also Erik Ahrens erklärt dann, das hat alles mit Genetik zu tun. Ja? Die Genetik sagt, das wird so. Auf der anderen Seite haben wir, das hat alles was mit der Gesellschaft, das hat alles was mit Soziologie zu tun. Es gibt gar quasi, die Genetik spielt gar keine Rolle. So. Und kann es vielleicht sein, dass auch hier wieder der Blick auf die Extreme so ein bisschen das Problem ist, dass es eben nicht so einfach ist zu sagen, da kommt ja auch dieses, was bei MyLab auch im Video vorkam, diese gesellschaftliche Rolle, dass in einer weißen Mehrheitsgesellschaft die Menschen, die weißen Menschen halt immer alle rassistisch sind und so weiter, und dass das eben gar nicht anders geht, weil eben ihr Umfeld, ihre Kultur und so weiter hat das hervorgebracht. Das ist ja im Grunde genau das Gleiche, wie die andere Seite sagt, nur dass sie es eben mit den meinetwegen Genen, mit der Biologie versucht zu erklären. Und so, wenn ich dir jetzt so zugehört habe, dann würde ich sagen, also das mit den Genen, das spielt halt schon, das kann irgendwie eine Rolle spielen, genauso wie natürlich das Umfeld, die Gesellschaft eine Rolle spielen kann. Und beide versuchen da irgendwie so eine glasklare These rauszuziehen, die dann wahrscheinlich irgendwie mehr im Quatsch endet. So würde ich das versuchen, mal zusammenzufassen. Ja, aber diese Diskussion, das ist ja im Prinzip das, was Nature versus Nurture ist. Und die gibt es ja schon seit Jahrzehnten im Prinzip. Ja, genau. Also, und da geht es halt auch, also da ging es um Intelligenz, da ging es eben auch um Charaktereigenschaften, wo eben immer die Frage war, was ist jetzt dafür verantwortlich? Und die Antwort, die einzig seriöse Antwort, die es aktuell gibt, ist ein Zusammenspiel von beiden Faktoren. Das ist eben aber in einer so komplexen Art und Weise, dass man, also was man mit der Frage ja eigentlich will, ist, dass man es herunterbrechen will, dass man im Prinzip einen Faktor hat, an dem man vorhersagen kann, wie ein Mensch ist. Mhm. Also mittlerweile gibt es ja Gentests auf IQ-Potenzial oder wie intelligent bist du wahrscheinlich. Also da wird dann quasi nicht der IQ-Test an sich gemacht, der ein Ergebnis bringen würde, sondern es wird ein Gentest gemacht, der das Ergebnis des IQ-Tests vorhersagen will. Das heißt, du willst im Prinzip eine Formel, anhand derer du dieses Ergebnis vorhersagen kannst. Ja. Und das heißt, du willst die Komplexität irgendwo runterbrechen, um diese Formel berechnen zu können. Und so wie es aktuell aussieht, könntest du die zwar erstellen, die wäre aber so komplex, dass du es auch gleich messen kannst. Also du hast keine Ersparnis im Prinzip. Ja. Du
Du sparst keine Rechenleistung. Mhm. Ja, ich finde das spannend, weil also im Grunde geht es halt ganz häufig darum, so wir wollen Antworten haben, wie Menschen sind. Wir wollen komplexe Sachen dann irgendwie immer runterkürzen oder vereinfachen. Ab einem bestimmten Vereinfachungsgrad ist es einfach nur noch falsch. Also das ist ja so wie du aus so einem Genpool eben nichts aussagen kannst, wie der Mensch ist, kannst du auch nicht. Und das ist das, was mich dann natürlich bei den Soziologen so nervt, wenn sie dann sagen, Weiße sind so, weiße Mehrheitsgesellschaft, wo ich dann jedes Mal reingehe und sage, ja, gut, dann habe ich eine Frage als jemand, der selbst mixed ist, also aus jetzt türkisch und deutschen Pools sozusagen hervorgekommen. Und dann hast du ja noch Leute, die dann auch noch von der Hautfarbe viel stärker mixed sind. Sind die dann auch nur zu 50% rassistisch mehrheitsgesellschaftlich unterwegs? Oder da merkt man ja dann, dass diese total absolut Aussagen eben auf beiden Seiten einfach wieder zu Fehlaussagen eigentlich führen. Also das bringt nichts. Genau. Ja, da habe ich nicht viel dazu zu fügen. Genau. Ja, genau, also grundsätzlich, und das könnte man vielleicht auch nochmal zusammenfassend sagen, das ist ganz spannend, also was das ist ja, nachdem ich mich auch viel mit so Schwurbel und so beschäftigt habe, man merkt immer wieder so, dass sehr ähnliche Prinzipien passieren. Es wird etwas aus der Wissenschaft genommen, aber nicht, weil man sich für die Wissenschaft interessiert, sondern man zweckentfremdet das. Man möchte damit irgendwie seinen Punkt, auf den man eigentlich, also man will eigentlich diese Vereinfachung, dieses Runterbrechen einer These, einer Theorie, sei es die Rassentheorie oder irgendwas, man nutzt das, um das dann irgendwie zu erklären zu wollen und damit irgendwie die großen Antworten zu finden, aber in der Regel endet das halt leider in Quatsch. Aber glaubst du, dass es, glaubst du, dass es bewusst ist? Oh, das ist eine gute Frage. Also das würde ich gerade bei Genetik ehrlich gesagt gar nicht mal unterstellen, weil also zum Beispiel diese Intelligenz ist 100% genetisch, wird nicht nur von Rechten vertreten, das wird tatsächlich auch von Wissenschaftlern vertreten, die sehr häufig tatsächlich keine Genetiker, sondern eben Soziologen sind, denen ich aber jetzt nicht so eine rassistische Grundhaltung unterstellen würde. Aber warum sind die so scharf darauf? Ich denke, das glauben viele wirklich. Scharf darauf würde ja auch schon wieder in die Richtung gehen, sie wollen das oder es ist ein bewusstes Wollen. Und das glaube ich nicht. Also was einfacher machen? Welche Erkenntnis? Also wenn man jetzt sagen würde, ja, das ist... Dass sie das bewusst wollen, oder? Nee, also die Erkenntnis so, die Genetik ist dafür verantwortlich, wie intelligent jemand wird oder so. Hätte man dann damit irgendwie schöne Fragen beantwortet vielleicht? Das weiß ich. Also ich weiß nicht, wie dann der weitere Prozess in dem Sinne ist, so nach dem Motto, welche Schlüsse dann da draus gezogen werden. Also ich habe von Vorpolitisch das Interview mit Heiner Rindermann gehört gehabt. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Und der hat ja, also der hat im Prinzip über Erblichkeit von Intelligenz und sein neues Buch gesprochen und der ist also auch der Meinung, dass das so wäre. Mhm. Und daraufhin habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, weil ich mir seine Quelle dann ein bisschen angeguckt habe und da haben auch mehrere Sachen nicht gestimmt. Aber im Prinzip hatte ich jetzt bei diesem Interview nicht den Eindruck, dass er dann daraus rassistische Konsequenzen zieht. Also nicht wie ein Eric Arends, der halt sagt, ja okay, das ist halt genetisch und die weißen Europäer haben da halt das glücklos gezogen und alle anderen haben halt Pech gehabt und wir sollten zusehen, dass wir das nicht vermischen, so ungefähr. Das ist ja seine Konsequenz aus dieser Überzeugung. Ja. Genau, und zum Beispiel dieser Professor Rindermann hat dann solche theoretischen Konsequenzen draus gezogen, dass dann eben beim Schulsystem mehr Unterstützung für dumme Leute gegeben werden müsste. Hm. Also von daher waren das jetzt keine menschenfeindlichen Konsequenzen, aber es war trotzdem ein falscher Es gibt ja sogar so Ansätze, auch aus linker Seite, die dann sagen,
keine Ahnung, Schwarze können das gar nicht so gut, also müssen wir die besser unterstützen. Und das ist dann am Ende ungewollt rassistisch eigentlich. Also irgendwie aus so einem positiven Gedanken heraus, aber trotzdem irgendwie natürlich gehst du mit dem Grundansatz ja dann trotzdem daran, dass du schon denkst, ja, der Schwarze ist ja nicht so clever, ne? Und das ist dann ja wieder hochproblematisch, dieser Ansatz. Also, tja, ich weiß auch nicht. Man muss sich da schon die Frage, was will man am Ende eigentlich beweisen und was will man eigentlich erreichen? Gut. Ich glaube, das würde viel helfen, wenn manche Leute sich das bewusst machen würden. Ja. Ich finde, ganz zum Schluss, wir haben alle Aussagen hier durch. Ganz zum Schluss würde ich gerne noch eine Sache, weil es mich einfach interessiert. Jetzt haben wir so viel über Genetik und so gesprochen. Was ist denn grundsätzlich so möglich bei so Genanalysen? Das würde ich jetzt gerne mal, also wir haben ja jetzt gesagt, was alles so schwierig ist. Was ist denn drin? Was kann ich rausfinden, wenn ich jetzt mein Genom oder wie das Ding heißt, wenn ich das untersuche? Was gibt's da Spannendes? Ja, wie gesagt, also ich komme aus dem Bereich, der dann medizinische Sachverhalte analysiert. Aber da ist dann in der Regel eben auch eine Krankheit schon vorhanden. Also entweder bei den Patienten selber oder in der Familie zum Beispiel. Also das ist die eine große, das ist das eine große Thema, was man da erforschen kann und tut. Aber man kann natürlich auch zum Beispiel im Sinne von forensischen Untersuchungen gibt es auch Phänotypisierungen mittlerweile. Also in Deutschland ist das sehr beschränkt. In anderen Ländern ist da mehr erlaubt. Aber da gibt es natürlich kannst du anhand der DNA zum Beispiel eine ziemlich gute Vorhersage machen, welche Hautfarbe jemand hat, welche Augenfarbe oder Haarfarbe auch jemand hat. Cornelius Kurz Größe ist da, glaube ich, auch in dem Bereich ziemlich aktiv. Ne? Der hatte das mal erzählt, im Vorpolitischen Podcast, dass er in Deutschland oder in bestimmten Regionen sehr, sehr vorsichtig ist, aber theoretisch da einfach schon mittlerweile viel möglich ist anhand von einem Gen-Sample, dass man viel vorhersagen kann. Ja, ich glaube, der arbeitet auch im Bereich RNA-Analyse, wo dann auch sowas wie Alter zum Beispiel festgestellt werden kann. Okay. Und das alles in ganz guter so Plus-Minus-Bereich, Ja, ist ja schon Wahnsinn, ne? Und so eine DNA oder also da reicht dann irgendwie ein Haar oder Spucke oder was, wie wenig braucht ihr von mir, dass ihr das sagen könnt? Es kommt drauf an, wie viel man untersuchen will. Also eine Blutprobe ist natürlich immer am besten. Okay. Ein Haar, wenn da keine Wurzel dran ist, nutzt quasi gar nichts. Also okay. du brauchst Material, wo Zellkerne drin sind. Okay, ja. Genau. Auf dem also Kopf habe ich keine, da kriegt ihr nichts, aber. Okay, aber ansonsten Hautschuppen würden funktionieren? Ja, okay. Wie gesagt, es kommt auf die Art der Analyse an. Also sowas wie eine Genotypisierung, also festzustellen, ob du bist oder ob diese Probe zu dir gehört, da braucht man nur sehr, sehr wenig DNA dafür. Ach, deswegen in der Forensik also sozusagen ist er der, der die Spuren da hinterlassen hat, das kann man sehr genau. Genau. Das kann man mit sehr, sehr wenig DNA mittlerweile sehr genau feststellen, ja. Mhm. Für diese Feststellung, welche Eigenschaften hast du, braucht man ein bisschen mehr der DNA, die auch eine gewisse Qualität haben muss. Okay. Genau. Also je mehr man rausfinden will, umso mehr und umso besser sollte die DNA auch sein. Okay. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es soweit. Vielen Dank, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast. Und würde sagen, ich überlasse dir das letzte Wort und die Verabschiedung. Oh, das letzte Wort, darauf bin ich jetzt gar nicht vorbereitet. vielleicht, ich mache hier immer was in Richtung biologische Themen. Ich gucke mir Studien an, ich erzähle was zu medizinischer Genetik. Von daher, wenn euch das interessiert, könnt ihr mir gerne folgen. Mach das, ich packe die Links dazu in die Videobeschreibung. Wenn du mal wieder Fragen hast,
Genau. Wenn du mal wieder Fragen hast, kannst du dich gerne bei mir melden. Alles klar, so machen wir es. Danke dir.